Die Canon EOS 650D. Frisch auf dem Markt stellt man sich die Frage, ob das ein gutes Gerät ist. Das zumal es von Seiten von Canon schon bereits eine Rückrufaktion gab. Und zwar, bei den ersten Geräten dieser Baureihe ist die Gummierung durch die Berührung der Finger, ja, die hat sich dann ganz einfach weiß gefärbt. Es gab die Rückrufaktion und die Kameras mit den entsprechenden Seriennummern wurden aus dem Verkehr gezogen und so wie ich es weiß, hat Canon auch die Kameras artig getauscht und der Kunde bekam halt ein verbessertes Gerät wieder zurück. Ich werde hier in diesem Video einmal auf die Unterschiede zur EOS 500D, ein älteres Modell, mit dem ich gerade auch filme, zu der neuen EOS 650D, die Unterschiede werde ich beschreiben, einige Sachen von der neuen Kamera erklären. Am Ende dieses Videos werde ich noch einmal bei mir in den Garten gehen und ein paar Pflanzenfotos machen, einmal um den Zoom-Bereich zu zeigen, aber auch wie man mit dieser Kamera arbeiten kann. Da werde ich einfach mal zur optischen Ansicht ein paar HD-Bilderchen einstellen. Die Produktmerkmale bis ins kleinste Detail zu beschreiben, würde das Video wahrscheinlich sprengen. Unterschied von der 650er zur 500D. Die 650er hat 18 Millionen Megapixels, die 500er 15 Millionen. Langt beides eigentlich aus, aber der Unterschied ist halt auch beim Videofilmen zu erkennen. Hier bietet die EOS 650 Full HD, während die 500er nur bis zu 720 ausgestattet ist. Auch das reicht aus, nur Technik schreitet voran, die Fernseher sind dementsprechend ausgestattet. Also von daher schon ein Pluspunkt bei der neuen. Ausgestattet ist die Kamera mit einer Menge Software. Fotobearbeitung, Videobearbeitung, wie bekomme ich die Fotos, Filme auf dem PC. Ist eigentlich alles mit dabei, ist Standard, will ich nicht mehr vertiefen. Ja, die Kamera hat auch, wenn ich diese Gummilippe hier entferne, einen HDMI-Ausgang, doch damit ist sie bei den Zubehören nicht ausgestattet. Das heißt, wer die Kamera via HDMI-Kabel mit dem Fernseher oder dem Notebook verbinden möchte, der muss sich so eins kaufen. Dabei ist einmal ein USB-Kabel zum Verbinden. Ja, da stelle ich mir die Frage, warum HDMI nicht dabei ist. Bei dem Preis der Kamera und eben das Kabel, womit ich das direkt mit dem Fernseher verbinden kann. Bedienungsanleitungen sind 4 Stück dabei, eine davon in Deutsch, über 200 Seiten lang und es lohnt sich, wenn man mit der Fotografie und dem Videofilm etwas erreichen möchte, dort einmal nachzuschauen. Kommen wir zu den optischen Änderungen. Die 650 ist anders als die 500er mit einem beweglichen LCD-Monitor ausgestattet. Schwenkbar in alle Richtungen, dass man auch Aufnahmen über Köpfe hinweg machen kann. Von unten nach oben zum Schutz komplett wegklappen und auf Dauerbetrieb stellen kann. Ja, gegenüber der 500er schon ein klasse Vorteil. Auch bei der Menüauswahl hat sich etwas geändert. Ich habe hier den Ein- und Ausschalter, mit dem ich auf Angehen kann. Und neu ist, dass ich dort direkt auf Videoaufnahmen schalten kann. Der Grund hierfür ist eigentlich ganz einfach. Denn das Schöne bei diesen Videoaufnahmen ist, dass man diese auch in den verschiedensten Modis ausführen kann. Zum Beispiel beim Porträt, Landschaft, Nahaufnahmen und das übernimmt jetzt auch die Videofunktion. Auch kann man jetzt bei der Fotografie in jeden Modus, ob das die Nahaufnahme ist, was haben wir hier noch, Landschaft oder Porträt, direkt auf den Live-Modus umschalten. So, nun habe ich natürlich dort nur ein Notebook stehen. Oh, warte mal, ich packe mir mal irgendwas hin, damit ich das mal demonstrieren kann. So, dort habe ich jetzt einfach mal eine Maus hingelegt. Ich schalte wieder auf den Live-Modus. Und das Schöne ist,
man kann jetzt auch über den Touchscreen auslösen. Zum Beispiel klicke ich darauf und sage, stell dich an dieser Stelle scharf und schwupp, wird das fotografiert. Ich mache das noch einmal. Jetzt soll diese Ecke hier fotografiert werden. Ich halte drauf, er stellt sich scharf. Na, dieses Mal hat er es nicht genommen. Ich gehe nochmal auf die Maus. Ist wohl zu nah dran. Und ich zitter ein bisschen zu doll. Jedenfalls, Fakt ist, wenn ich das nicht ganz so dicht mache, stellt er sich an diesem Punkt scharf, löst aus. Und ich finde, das ist wirklich ein weiteres Highlight, weil ich kann das scharf stellen, x-beliebig an jede Ecke des Displays antippen. Und dann macht er das auch. Neu an dieser Kamera ist auch diese Q-Taste hier. Damit komme ich schneller ins Menü. Ich kann hier unten die Autofokus-Methode wählen. Neu hier die Gesichtserkennung, das hat die 500D nicht. Und verschiedene Modusse oder sagt man Modis, wie man halt den Autofokus benutzen möchte. Ich kann hier über den Touchscreen gehen, dass ich die Bildqualität einstellen kann. Hat viele, mit Pfeilen kann ich hier weiter bedienen. Kann hierüber halt die Betriebsart machen, Einzelbilder, Selbstauslöser, 10 Bilder, ein Shot. Ah, da ist eine ganze Menge. Ne? Wie gesagt, hier Schnelltaste komme ich ganz einfach in dieses Menü rein. Im Menü selber haben wir die üblichen Einstellungsfunktionen. Bis hin zu, warte mal, da, GPS-Geräteeinstellung. Es gibt auch Kameras von der 650er-Serie, mit denen man das mit Wireless LAN auf dem Notebook übertragen kann. Das hat diese nicht, aber in der Bedienungsanleitung ist es beschrieben. Wahrscheinlich wird das noch serienmäßig bei neueren Modellen von den 650er angeboten werden. Die Bedienung bleibt, die ist ähnlich wie bei der 500er. Ich habe aber hier das Gefühl, das klingt alles mehr nach Plastik als bei der 500er. Sie ist älter, die ist 2 Jahre alt und wenn ich dort einen Knopf betätige, klingt das nicht ganz so nach Plastik wie bei der 650er. Und das Auslösegeräusch der 650er klingt ja auch sehr stark nach Plastik. Wenn ich die 500er das Auslösegeräusch mache, das hat schon einen richtigen Sound und den werde ich vermissen, wenn ich mich mehr und mehr mit dieser 600er beschäftige. Wir haben aber hier dieses Menürad, über den kann ich alles bestellen, kommen sämtliche Funktionen rein, scharfstellen, vergrößern, je nachdem, wenn ich auf Bilder gehe, die ich angeguckt habe, kann ich sie groß und klein machen, eigentlich wunderbar. Ja, noch eine Einstellung ist neu bei der 650er. Die Nachtaufnahmen mit und ohne Stativ. Und ganz hinten haben wir eins, HDR gelegentlich. Hier werden 3 Aufnahmen in Folge geschossen und die Bilder legt die Kamera selbstständig übereinander. Also es wird 3-mal geknipst, aber es entsteht nur ein Bild. Das verbessert die Licht- und Schattendetails. Das heißt, wenn man ein Gesicht hat gegen die Sonne, kann man dieses deutlich verbessern. Ich habe das ausprobiert und für eine Automatikeinstellung ist das Ganze nicht schlecht. Wenn man im manuellen Modus arbeitet, bekommt man das auch hin und hat dort eben deutlich bessere Qualitäten. Beim Objektiv habe ich mich für ein Tamron entschieden, 18 bis 270 mm. Ja, mal gucken, dass ihr es auch sehen könnt. Damit kann ich ordentlich was ranholen. Die Kamera sowie das Objektiv unterstützt die Wackelfunktion. In der Kamera selber habe ich eine Hilfe. Ich habe im Stativ den Bildstabilisator und eine neue Funktion VC von Tamron. Hat jetzt nicht viel mit der Kamera zu tun, aber wenn ich wirklich auf 270 mm bin, kann ich fotografieren, da verwackelt nichts und ich bekomme die Bilder so, wie ich sie im Auge habe, auch in die Kamera rein. Wunderbar, macht Spaß. Canon selbst empfiehlt bei den Objektiven die Verwendung von Objektiven mit einem STM-Modus. Das ist noch ein wenig schlanker bei der Benutzung des Videomodus.
Dadurch sind die Laufgeräusche beim permanenten Scharfstellen leiser und ja, weicher auch im Bild zu erkennen. Der Nachteil für mich war, dass ich das Objektiv, das ich haben wollte, 18 bis 135 mm, war natürlich erstmal überall vergriffen und so habe ich mich für dieses Reiseobjektiv entschieden. Doch ich bin sicher, so schätze ich mich nun mal ein, dass ich mir das 18 bis 135 Objektiv von Canon noch nachkaufen werde. Es ist ein wenig leichter, logisch, als dieses hier von Tamron. Und da ich viele Videoaufnahmen mache, möchte ich das einfach probieren. Ja, noch einmal zusammengefasst, neu die 18 Megapixels. ISO-Bereich immer gut abgedeckt bei Canon, im Fotobereich bis 12.800, im Videobereich bis 6.400. Autofokus, sehr schöne neue Einstellungsmöglichkeiten, ich bin begeistert. Die Software, sage ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht probiert. Aber auch den Messbereich bei der Kamera kann man automatisch einstellen lassen, dass sehr viele Punkte mitbelichtet werden und man kann auch den manuellen Modus wählen mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht beim Fotografieren. Einer der Gründe für mich, warum ich diese Kamera gekauft habe, war der schwenkbare LCD-Monitor in der Kamera. Das Schöne ist, man kann jetzt die Bilder, andere Hersteller haben das schon längst, mit dem Daumen einfach weiterschieben. Wir kennen das von Fotoapparaten, wir können sie vergrößern, verkleinern. Brauchen wir halt nicht mehr die Menütaste zu nehmen, um das nächste Bild anzustoßen oder hier diese Taste, um es zu vergrößern. Das kriegt man, wie gesagt, jetzt alles auf dem Touchscreen hin. Dann war für mich ausschlaggebend, dass ich direkt auf den Videomodus schalten kann und dass ich den halt auch, ich sag mal beispielsweise, für den Nahbereich nutzen kann. Dass ich sage, ich weiß jetzt nicht, ob er das hier unbedingt macht mit der Maus. Ja, man hört jetzt sogar, wie sie arbeitet, versucht sich scharf zu stellen, hat sie scharf gestellt. Ich kann auch den Auslöseknopf nutzen. Hier oben wird ein Symbol angezeigt, dass wenig Sonne vorhanden ist. So, ich will mal gucken, ob ich da auch mal mit ranzoomen kann. Ja, hier wird es unscharf, aber es liegt, wie gesagt, an der Dichte, dass ich zu dicht dran bin an der Maus. Hier verbessert sich die Qualität des Bildes wieder und man hört, wenn wir ganz leise sind, das Tamron objektiv arbeiten. Jetzt hat sie sich ausgestellt, weil ich nicht auslösen konnte, da keine Speicherkarte drin ist. Aber hier sehen wir am Drehrädchen, wie es permanent arbeitet und sich scharf stellt. Das, wie gesagt, ist bei den Objektiven mit dem STM-Modus deutlich schlanker, soll deutlich schlanker sein. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können. Finde ich auch schade, dass Canon dieses Feature auf den Markt wirft und ja, die Objektive eben vergriffen sind. Fazit. Mit dem Kauf dieser Kamera steigt man von der Customer in die Semi-Klasse auf. Es macht Spaß, hier mit zu fotografieren und alles, was man machen möchte, Sportaufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Nachtaufnahmen, wird in bester Qualität angeboten. Ich glaube, ich werde den Kauf dieser Kamera nicht bereuen. Ihr könnt euch bei meinen Gartenvideos künftig darauf freuen, dass ich diese in Full HD einstellen werde. Ich werde da auch mal versuchen, so die einzelnen Rasenhalme in dem Video nochmal mit drauf zu kriegen. Wird ein kleiner Spleen. Ich hoffe, ich nerv euch denn damit nicht. Ja, und jetzt werde ich beigehen und das Video hier zusammenschneiden und nochmal auf ein paar Sonnenstrahlen hoffen. Und dann in guter Qualität ein paar Bilder aufnehmen, die hinten ranhängen. Mal gucken, die eine oder andere Rose blüht noch und die Klematis ist am Blühen, einige Utensilien. Ich werde mal den Rasen bei der Gelegenheit versuchen, in verschiedenen Perspektiven aufzunehmen. Das werde ich nicht in Videoformat machen, sondern hier erstelle ich einfach Fotos, die ich dann mal hinten dran packe. Und ich hoffe, ihr könnt euch dann halt auch von der Qualität dieser Kamera überzeugen.
Ja, ich habe sie, wie gesagt, die Canon nur mit der Canon 500 verglichen. In der Hand hatte ich auch eine von Sony. Nur irgendwie ist das wie mit Automarken, glaube ich. Ich konnte mich nur schwer von der Marke Canon lösen. Und ich hoffe, sie wird mich nicht enttäuschen und genauso gut halten wie die andere, die ich jetzt... von der ich mich jetzt verabschieden werde.